gestern um 2600 ist jeglicher Kontakt zum Visegrad-Relais abgebrochen. Ich habe Trupps geschickt, die seitdem vermisst werden. Und jetzt schicken sie uns. Der militärische Nachrichtendienst hält den Einsatz eines Spartan-Teams für eine Verschwendung wertvoller Ressourcen. Ich aber nicht. Commander? Das ist also die neue Nummer 6. Cat, kennst du seine Akte? Nur das, was nicht geschwärzt war. Hat sich schon jemand bekannt, Sir? Der MND hält es für lokale Aufstände. Vor 5 Monaten haben sie auf Harmony ein Relais beschossen, um unsere Augen und Ohren auszuschalten. Und dann 2 Frachter geklaut. Das darf hier nicht passieren. Reach ist zu wertvoll. Reparieren Sie das Relais, Noble 1. Sir, so gut wie erledigt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Holland aus. Lieutenant. Commander, Sir. Ich bin Carter, der Chef des Noble-Teams. Kat ist die 2, Emil und George 4 und 5. 6, Sie kommen bei mir mit. Um ehrlich zu sein, Sie treten in Fußstapfen, Lieutenant, die der Rest des Trupps lieber unberührt lassen würde. Ich bin einfach froh, Noble wieder komplett zu haben. Eins noch, ich kenne Ihre Akte, auch das vom MND zensierte. Ihre Fähigkeiten werden uns sicher nützen. Aber wir sind ein Team. Also, keine Einzelaktionen mehr. Klar? Verstanden, Sir. Willkommen auf Reach. Aufgepasst, Noble Team. Es geht um eine defekte Relaisstation, 50 Kilometer von Visegrad entfernt. Und dann wird Cat sie reparieren. Kann's kaum erwarten, Commander. Sir, warum sollten Rebellen Reach kommunikationsfähig machen wollen? Vielleicht kannst du ja fragen, George. Commander, kein Signal zum Hauptquartier mehr. Alternative Kanäle? Suche? Nada. Irgendetwas blockiert uns. Ihr habt's gehört. Funkloch bestätigt. Das wird ein Ausflug ohne Kommando. Ich bin jetzt schon einsam. Abschlussversuche wahrscheinlich. Bleib auf Distanz. Ja, Sir. Bleibt konzentriert. Achtet auf eure Sektoren. Wie wahr ist die Kommunikationsstation? Notrufsignal empfangen. Das kommt vielleicht von den vermissten Soldaten. Setzen Sie uns dort ab. Behalte den Himmel im Auge, Sir. Los geht's, Sex. Okay, Noble Team. Ausschwärmen. Ihr rückt nach und passt auf. Im Gebäude 3-4. Sieht von hier frei aus. Notruf kommt aus dem Süden, Commander. Wir sind nah dran. Roger. Augen auf. Signal gefunden. Identifizierbar? Negativ. Aber militärisch. Wo sind dann die Soldaten?
Warum sehen wir keine Sprengstoffrückstände? Noble 3, irgendwelche Rückstände im Gebiet? Negativ, Sir. Plasma vielleicht? Unmöglich. Nicht auf Reach. Da ist Blut. Und nicht wenig. Okay, Noble. Hier ist wohl nichts. Weiter geht's. Drauf beim nächsten Gebäude, Boss. Das sehen wir uns näher an. Noble Team, Angriffsgenehmigung erteilt. Aber passt auf, wir müssen uns ja nicht groß ankündigen. Hitzesignale im Gebäude voraus. Bewegung! Auf die Knie! Los! Das sind keine Rebellen, das sind Bauern. Das sieht man doch. Frag sie, was sie hier machen. Mikres de Kiet. Drück dem mal Kartuch mit Holly. Verstecken, Sir. Taken ab Adje, was som sie dort ist, Herr Jordadjan. Sie kolte sich. Die Nachbarn wurden letzte Nacht angegriffen. Er hörte Schreie, Schüsse. Gegen Morgen war's vorbei. Er sagt, etwas hätte seinen Sohn getötet. Etwas? Commander, empfange Hitzesignale im Gebäude unmittelbar östlich Ihrer Position. Over. Verstanden. Bringt sie wieder rein. Osmantam Beverly, Gerig! Was haben Sie vorgefunden? Over. Militärverluste. Zwei der vermissten Soldaten. Sie wurden anscheinend verhört. Sieht schlimm aus. Bewegung. Auf Bewegungsmelder achten. Was war das denn? June, siehst du irgendwas? Negativ. Nichts auf dem Wärmebild.